Hallo Abend, Freunde. Neues Video. Und zwar geht es heute Aussaat, Begieren und Information. Information, wie man seinen Lieblingskanal ohne weiteres finden kann. Was er so für Abonnenten hat und wie viel er verdient, ist alles zu sehen im Internet. Aber erst einmal die Meise. Fangen wir mal an mit dem Thema, wir suchen meinen Lieblingskanal. Den Link werde ich unten einblenden, wenn man das suchen kann. Und zwar gibt es ja viele kleine Kanäle, die ihre Abonnenten zum Beispiel nicht anzeigen. Weiß nicht, ob die das wissen oder ob die sich schämen, dass sie wenig Abonnenten haben. Aber man kann das kontrollieren. Auf dieser Seite steht dann, wie viele Abonnenten sie haben, wie viele Videos, alle Daten stehen da. Und auch, was sehr interessant ist, wenn man wissen will, was man so verdient bei YouTube. Vor allem interessant wegen die großen Kanäle, die so 100.000 haben. Steht dann jedes Video, was sie produziert haben, und ist Geld von bis. Von ist Quatsch, das kommt sowieso nicht hin. Und ganz unten in der letzten Spalte steht dann 30 Tage. Steht auch von bis. Das bis kommt schon am fast hin, was man sie verdient. Bei mir kommt es hin, also kommt es bei den Großen auch hin. Das bis eine kleine Abweichung ist, aber keine große. Darum verstehe ich nicht, oder wissen das viele nicht, ist für jeden zugänglich. Darum verstehe ich nicht, warum einige kleine Kanäle ihre Abonnenten nicht veröffentlichen. Oder auch Likes, Plus, Minus, kann man alles kontrollieren. Jeden Kanal ist für jeden zugänglich, aber nur bei YouTube registriert ist oder nicht, für jeden Zuschauer oder jeder, der Interesse hat, kann sich diese Seite angucken. Die wird unten verlinkt, sollte jeder die Möglichkeit haben, seinen Lieblingskanal zu verfolgen. Wie gesagt, für die großen Kanäle, weil die immer rumjammern, würden wenig verdienen. Könnt ihr mal reingucken, bei den großen. Da schlackert er mit den Ohren. Was ein Garten-YouTuber mit 100.000 verdient. In 30 Tagen. So, das war das Thema. Wie gesagt, gerade unten verlinkt die Seite. Jetzt kommen wir erstmal zu einer Aussaat. Ah, es kommen bestimmt wieder viele Daumen und Minus, weil ich das verraten habe. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir Aussaat Salat. Diese Sorte habe ich vier Sorten. Eine rötliche Sorte, eine Kopfsalat. Das ist auch Kopfsalat. Lolo Rosso. Da habe ich mir neu im Programm
diese Sorte. Vier Sorten Salat. Machen wir euch nicht viel. Diese Sorten machen wir hier rein in die Schalen. Zack. Drehen. Machen wir in jede Schale zwei Sorten. Mal aufmachen. Reingucken. Oh, hier ist reichlich drin. Tun wir hier eine Reihe reinstreuen. Reicht zu. Das war grün. Jetzt mal eine rote Sorte, mal etwas auseinanderhalten können. Der Salat ist ja eigentlich Salat. Dann machen wir noch den Lolo Rosso auf die andere Seite. Sieht man schon, rötliches Saatgut. Reicht zu. Du musst einfach leicht mit Erde zufüllen. Aber nur leicht. Gerade so, dass es bedeckt ist. So, etwas andrücken. Wenn ihr ein Korn rausguckt, ist nicht so schlimm. Wir tun ja dann noch besprühen. Eine Butter. Ja. Das spielt dann auch in der Zeit rein. So. Das stellen wir jetzt auch an die Fensterbank, aber nicht zu warm. Nur mal in die Küche. So 10, 15 Grad reichen vollkommen zu. Die andere Schale mache ich alleine. Brauche ich mir nochmal zeigen. So Freunde, hier haben wir meine Chili scharf. Werden wir da auch pikieren. Ich weiß nicht, was das davor ein Kraut ist, habe ich nicht ausgesät. Ich habe das in der Erde mit drin war. Keine Ahnung. So, und von dieser Sorte Chilis, ja, scharfe, machen wir 5 Stück. Ich will es eigentlich schon eher machen. Sehen, wie sie aussehen. Wir haben ja reichlich da, ja. So. Sehen, denke ich, ganz annehmbar aus. Ein
Diese machen wir auch hier rein. Wie gesagt, Becher nicht voll machen mit Erde. Werden dann nachher aufgefüllt. Heute haben wir Dienstag, den 16. Freitag wurden mal kontrolliert, was überlebt hat. Und Sonnabend kommt dann das Video. Da kann ich dann schon am Donnerstag hier auffüllen, wenn sie überlebt haben. Da sind schon ziemlich groß. Ja, die anderen vier mache ich alleine. Gucken wir dann später. Jetzt haben wir die fünf Stück fertig. Die kommen jetzt in unsere Wanne rein wieder. Wegen Bewässern. Die Wanne rein und wie gesagt 30 Minuten ungefähr. Circa. Im Wasser stehen lassen. Als nächstes nehmen wir Paprika. Das ist die Sorte Hot Chocolate. Hot Chocolate. Da machen wir 10 Stück. 10 Stück. Sehen, muss ich was rauskriegen. Wie gesagt, hätte ich ein bisschen schon ein, zwei Wochen eher machen. Aber wir haben ja reichlich da. Gucken. Ja. Da muss ich ein Pflänzchen. Ein Loch poolen in unseren Becherchen und auch hinein. Die sind ja nicht so empfindlich wie Auberginen. Die halten sich ein bisschen was ab hier. So. Wenn die am Donnerstag noch stehen, wird schon etwas Erde aufgefüllt. Gucken wir dann am Freitag. So, mache ich noch 9 Stück. So, 10 Stück haben wir fertig. Diese werden natürlich noch aufgehoben, im Fall eine eingeht. Wegschmeißen, die muss jetzt später. Die ist ja auch wieder mit zusammen bei den, in die Schüssel rein, im Bewässer. Wieder mal wegstellen, machen wir nicht mehr. Als nächstes Sorte Paprika, Spitzpaprika. Machen wir auch 10 Stück. Sind genauso groß. Na, hier geht's. Hier geht's etwas besser raus. Wenn wir hier etwas mehr Erde drin haben. Ja, sieht gut aus. Die hatte ich einmal aufgefüllt. Ja. Loch gepult. Und hinein. Bisschen stopfen. Mit einer Nadel. Ach ja, mit einem Holzstab, nicht mit einer Nadel. Mit einem Schaschlikspieß sozusagen.
und die wieder in Form kriegen. Etwas andrücken. Und dann noch beschriften, nicht vergessen, da vergessen wir das. Machen wir auch noch 9 Stück. So, letzte Charge. Haben wir hier Blockpaprika. Wie gesagt, hier drüben, das weiß ich nicht, ob das hier gekauftes Saatgut war oder einen Supermarkt. Eine Sorte ist nicht gekommen. So, naja, auch hier wieder das gleiche Prinzip. Man soll den rauspulen. Ja, ganz schön groß schon. Das gut hinkriegen. Machen wir bloß die besten. War abgebrochen. Die. Ja, gleiche Prinzip. Loch gepult. Nein. Bisschen korrigieren. Andrücken. Beschriften. Und in die Wanne stellen zum Wässern. Rest mache ich wieder alleine. Freunde, wir haben fertig. Ich werde es auf dem nicht auf dem Balkon, sondern ans Fenster stellen. An die Heizung. Die Oleander mussten leider weichen. Die stehen jetzt auf dem Balkon bei 5 Grad. Sind sie durch. So, das war erstmal für heute. Freitag gucken wir, so lange kommt das Video. So Freunde, wieder mal Freitag, wo kommt das Video? Hier sind die Paprikas von Dienstag, haben alle überlebt, heute schon mal ein bisschen nachgefüllt an Erde. Sehen gut aus. Und wie immer, Wochenende, Kontrolle. Hier haben wir die Physalis. Die sind auf alle Fälle gewachsen. Das sieht man. Schnee ist keiner, aber Kälte. Minus 5 Grad. Beim Sellerie ist noch nichts zu sehen. Hier haben wir Chilis, Schärfegrad 0. Auch gewachsen, würde ich sagen. Diebstöckel, auch noch nichts zu sehen. Nochmal Chili, Chili, Chili. Chili. Sehen auch gut aus. Daneben Auberginen. So allmählich kommen sie in Fahrt. Wie gesagt, Auberginen dauert lange. Kommen wir jetzt die ersten Blätterchen.
Dann haben wir hier Gemüsezwiebeln. Schauen auch einige aus der Erde. Dann hat man ja noch Petersilie ausgesät vor einer Woche. Zeige ich nächste Woche. Gucken auch schon ein paar Spitzen. Bei zwei Näpfen. Beim dritten noch nichts zu sehen. So. Wenn wir zum Schluss kommen. Oh ja, die sehen hervorragend aus. So, Gartenfreunde. Das war das Wochenendvideo. Mal sehen, was wir nächste Woche machen. Entweder haben wir die Dahlien, die haben wir dann schon März. Oder fange ich an mit Tomaten. Mal sehen. Ah, übrigens, der Oleander steht auf dem Balkon. Die musste ich raussetzen wegen Platzmangel. Da steht Balkon bei 3 Grad. 3 Grad plus. Aber die Mutterpflanze lebt ja auch bei 3 Grad plus. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Noch stehen sie. Die stehen jetzt 4 Tage auf dem Balkon. Noch nichts kaputt gegangen. So. Wenn wir ja wieder lange quatschen, wie immer. Einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Aber auf die Glocke drücken, damit das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Baka, baka.